ein Tor kassiert. Und vor dem Match gegen Spital hat es so Tormann Josef Schickelgruber auf 1081 unbezwungene Minuten sozusagen gebracht. Ja, der wollte heute 90 weitere Minuten ohne Tor überstehen, dieser Josef Schickelgruber. Spital von links nach rechts mit der ersten Möglichkeit und Hofer trifft in der 7. Minute bereits das Lattenkreuz. Einige Verwirrung in der Lastabwehr, Markus Weißenberger. Und noch einmal Holz an die Querlatte, dieses Mal von Markus Weißenberger. Also die Kärntner hätten nach wenigen Minuten schon gut und gerne 2:0 führen können. Und dann geht es aber mit den Lastmöglichkeiten los. Erste Chance vergeben durch Kuttlederer. Die Linzer machen jetzt viel Druck, das ist der Spitaltrainer Kronsteiner. Der Druck wird immer wieder ausgeübt, entweder durch Stromberger oder über Linzmeier. Erste Möglichkeit Stromberger, herrlicher Schuss und Tormann Krasnitzer. Hannes Stromberger heute mit einer Superleistung im Mittelfeld. Der Linzmeier, wieder Stromberger. Aber man sieht in den Aktionen der Linzer Sascha Medlitzki, der gesperrte Mittelfeldregisseur. Er fehlt den Linzern an allen Ecken und Enden. Jetzt aber nur mehr Möglichkeiten für die Linzer. Sabitzer. Und seine erste Chance, guter Schuss und immer wieder Krasnitzer, der Spitaltormann im Mittelpunkt. Dann ein Freistoß Lorenz, kommt immer wieder über die rechte Seite. Thomas Weißenberger, guter Schuss, knapp verzogen. Aber er steht heute etwas im Schatten, sein Bruder Markus ist heute der Stärkere. Pausenstand 0:0, die Kärntner halten schön in diesem Spiel dagegen. Beachtlich wieder die Zuschauerzahl 5000, dann herrliche Einlage von Manfred Linzmeier. Sabitzer und Tor, 46. Minute, unmittelbar nach dem Beginn der zweiten Spielhälfte. Doch das 1:0 für die Linzer. Noch einmal das Kabinettstück von Linzmeier. Dann mit dem linken Fuß aufgeschaut und Sabitzer hat da keine Probleme. Sein viertes Tor für die Linzer. 1:0 also nach 46 Minuten. Beide Mannschaften hatten ja vor diesem Spiel je 44 Tore erzielt. Dann ein Freistoß Freisenecker. Guter Freistoß des Mittelfeldspielers der Kärntner. Aber Schickelgruber heute mit einigen Unsicherheiten. Da haben die Kärntner Torraub reklamiert. Kartaglia ist da dem Kärntner ein bisschen auf die Ferse gestiegen. Es gibt nur die gelbe Karte. Und wieder Freisecker. Wieder ein guter Freistoß und Kartaglia mit dem Kopf zur Ecke. Der hat da nichts eingebracht. Walter Skoczek, der Trainer der Linzer, wir haben es jetzt gesehen, nicht zufrieden mit seiner Mannschaft, obwohl sie 1:0 führt. Der eingewechselte Niederbacher. Wieder Sabitzer, Doppelpass mit Lorenz, wieder Sabitzer und wieder Krasnitzer. Die Linzer benötigen einfach zu viele Chancen, aber sie führen mit 1:0. Dann versucht Schickelgruber, überwindet mit diesem Abschlag das gesamte Mittelfeld. Wieder auf Sabitzer, mit Abstand der gefährlichste Stürmer der Linzer. Guter Schuss von Sabitzer, aber wieder nichts draus geworden. Weiterhin 1:0. Die letzte Chance jetzt für die Kärntner, doch noch den Ausgleich zu erzielen. Rovcanin, gute Flanke. Einige Probleme in der Linzer Abwehr und Schickelgruber, es bleibt beim 1:0 Sieg der Linzer, der LASK im 19. Spiel.